Und damit willkommen zu einem neuen Part von Die Siedler 5, das Erbe der Könige. In diesem Part steht etwas Besonderes an. Und zwar werden wir nämlich das letzte Kapitel starten. Und da bin ich sehr gespannt, weil einerseits natürlich, was jetzt hier abgeht, wie das so verläuft, wie schwierig es ist und wie lange es dauert, weil davon hängt es zum Beispiel auch ab, wie lange das Let's Play geht. Und ja, daher bin ich mal gespannt. Momentan kommt da nicht ganz so viel Siedler raus. Nicht ganz so viel Zeit. Allerdings, ja, 3 Parts die Woche jetzt, momentan nach aktuellem Stand. Gut, ich muss dazu sagen, Siedler 5 ist eh nicht das beliebteste Projekt hier auf dem Kanal, eher das unbeliebteste bisher, also momentan zumindest. Und daher, ja, gut, starten wir trotzdem ganz motiviert in der Schlacht um Evelanz. Endlich ist es soweit, die große Schlacht steht bevor. Es wird nicht lange dauern, bis die Verbündeten aus dem Ödland ihre Armeen ausheben und der Gemeinschaft zur Verstärkung für den finalen Schlag gegen Evelanz senden. Wow. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, auch ob wir von Null jetzt starten, also nochmal eine ganze Siedlung von vorne anfangen müssen aufzubauen, oder ob man uns gleich eine Siedlung vorgibt und ja, generell, wie schwer es wird. Ist ja die letzte Schlacht, ich denke mal, es wird nochmal happig. Das wird sehr happig, denke ich. Naja, ich bin sehr gespannt. In den großen Ödlanden hatten die Helden viele Verbündete gefunden, die sie im Endkampf gegen Evelanz unterstützen würden. Unseligerweise bedurften die Alliierten noch manchen Tages, um ihre Truppen zu sammeln. Doch die Zeit der Helden sollte nicht verschwendet werden. Denn Kerberos würde seine sicheren Burgmauern weiterhin befestigen und zum Gegenschlag ansetzen, wenn sich Gelegenheit ergäbe. Eine Siedlung hier in der Nähe der großen Ödlande konnte genutzt werden für die Vorbereitung des großen Angriffs. Da ist schon alles vorhanden anscheinend. Das ist mit sehr der gut. Wettermaschine am Wasser würde man Kerberos angreifende Truppen wohl aufhalten können. Aber das Dorf und die Verbündeten wären dann von den Helden getrennt. Herr, in dieser verlassenen Stadt können wir unser Lager aufschlagen und von hier aus unsere letzte große Schlacht vorbereiten. Dann stoßen wir diesen Kerberos von seinem Thron und dann seid ihr endlich König. Und ich... Aber lassen wir das fürs Erste. Der Bursche hat sich in seine Burg hoch oben in den Bergen zurückgezogen. Dort sitzt er wie der Adler in seinem Nest. Wird nicht leicht sein, ihn da rauszuholen. Die Gegend ist sehr unzugänglich und dazu noch gut bewacht. Das ist nicht gut. Ihr werdet nicht so ohne weiteres in den inneren Bereich der Festung eindringen können, Meister. Die schweren Tore, die den Weg versperren, lassen sich nur von diesem Vorposten hier aus öffnen. Okay. Kerberos hat einen Teil seiner Horden an diesem Vorposten zusammengezogen. Da euer Kommen sicherlich nicht unentdeckt geblieben ist, müsst ihr damit rechnen, dass er nicht auf euch warten, sondern euch angreifen wird, solange ihr eure Streitmacht noch nicht in voller Stärke versammelt habt. Na toll. Alles ja fast klar. Die Verbündeten aus dem großen Ödland haben versprochen, euch Hilfstruppen zur Unterstützung zu schicken. Ihr müsst aber standhalten, bis diese hier eingetroffen sind. Sie werden über den zugefrorenen See zu euch stoßen. Hoffentlich sind sie da, bevor das Eis schmilzt. Na, mal gucken. Und wollen wir hoffen, dass die Truppen von Kerberos nicht bemerken, dass auch sie euch über das Eis erreichen können? Wenn ich es recht bedenke, keine ganz ungefährliche Situation für euch, wenn ich das mal so sagen darf, edler Herrscher. Ja, danke, danke, danke. Sichert eure Stellung und baut eine schlachtkräftige Armee auf. Zerstört den Außenposten, um Tore in den inneren Bereich der Festung zu öffnen. Zerstört die Burg und beendet Kerberos Schreckensherrschaft. Das sind unsere Missionsziele. Daher bin ich da mal gespannt. Das ist doch schon mal ganz gut, dass wir schon mal jetzt ein Ziel haben. Also Truppen ausbilden und standhalten. Das ist sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall standhalten. So. Mein Bildschirm ist aus. Jetzt ist mein Bildschirm wieder an. Danke. So, da sind wir. Da sind wir. So, erstmal kurz wieder mit der Steuerung klarkommen. Da ist unsere Festung. An sich schon alles ausgebaut. Wir haben so eine Kirche hier. Eine Hochschule, wo allerdings nichts erkundet ist. Gemeindezentrum haben wir. Mühle. Okay, und was ist hier alles? Auch noch ein Lager. Verstehe.
Eine Kirsche nochmal. Also auch nochmal eine ganze Menge. Okay. Aber eine Kaserne oder so haben wir bisher nicht. Wir hatten irgendwo, ich habe doch bei der Einblendung gesehen, dass irgendwo hatten wir doch einen Wetterturm. Oder war das hier? Der Wetterturm? Nee. Keine Ahnung, was das hier ist. Ich meine, irgendwo war ein Wetter... Da ist eine Wettermaschine. Da ist ein Alchemist. Da sind zwei Leibeigene. Ich will mal zum Alchemisten da vorne hin. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. So. Aber einen Wetterturm haben wir anscheinend nicht. Das ist natürlich schlecht. Das ist mehr als schlecht. Also mit müssen wir wirklich aufpassen. Und wir haben keine Kaserne. Zumindest habe ich keine gesehen. Ja, da ist Hochschule erstmal Wehrpflicht erforschen, damit wir eine Kaserne haben. Wir haben wirklich keinerlei Kaserne oder so. Da ist noch ein Steinbruch. Könnten wir auch ganz gut nutzen. Ich muss wirklich erstmal die Lager abchecken. So, da kommen die Truppen dann später durch. Ist hier hinten noch was? Hat das nur ein Turm? Haben wir irgendein Steinmetz oder nur diese Lehmgruben? Herr, seht nur! Eine alte Wettermaschine! Wo kommt die denn her? Die könntet ihr benutzen, um den See auftauen zu lassen. Damit wärt ihr von dieser Seite gegen Angriffe gefeit. Aber die Hilfstruppen aus dem Niemandsland kämen dann auch nicht mehr zu euch durch. Zwickmühle! Wollte eigentlich mit ihm nicht jetzt hier sprechen. Meister, dieser arme Mann scheint stumm zu sein. Gebt ihm doch etwas von unserem, eurem Geld. Und wer weiß, vielleicht erweist er sich ja sogar auf irgendeine Art und Weise erkenntlich. Ja, mein. Einfach Geld geben, wenn jemand stumm ist. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. 5000 Taler habe ich momentan nicht. Okay. Ich habe hier einen ihr Leibeigene. Dann können Leibeigene mal hier sich mal darum kümmern, da eine Mine zu errichten. Gut. Des Weiteren sind irgendwo auch noch Leibeigene. Da sind Leibeigene. Die können sich hier um Holz kümmern. Dann nochmal zwei Leibeigene, auch um Holz kümmern. Oh, dann ist hier ein Leibeigene, der soll sich auch um Holz kümmern. Eigentlich habe ich ihn auch zum Holz hingeschickt. Hier zwei Leibeigene, kümmert euch um Holz. Und hier ihr Bein, ihr kümmert euch auch um Holz. So, dann sind erstmal die Leibeigenen versorgt, so ihr seht. Dann brauche ich die Hochschule, ist inzwischen Wehrpflicht erforscht. Wunderbar, dann gleich stehen das Heer hinterher. Hahaha, hat sich ja schön gereimt. So, dann brauche ich euch beide hier nochmal, weil ich brauche dringend eine Kaserne. Wo ich die hinstelle, keine Ahnung, weil hier ist nirgendwo Platz. Hier ist kein bisschen Platz. Hallo, ist hier irgendwo mal ein bisschen Platz? Hier ist kein bisschen Platz. Nirgendwo. Hier draußen, aber draußen ist zu gefährlich. Und hier hinterm See will ich auch nicht, hinterm Fluss. Da ist der Fluss und, nee. Hier unten wäre noch möglich. Dann machen wir hier unten. Stört mich so ein bisschen, dass ich das außerhalb der Mauern machen muss, aber es gibt kann ich leider nicht ändern. Betten in eurem Reich. Baut so, ist das nicht wundervoll? So wenig Betten ist mir scheißegal. So, gut, dann sind sie da fertig, wunderbar. Ja komm, machen wir mal dann Haus hin. Genau, ein Haus. So, dann. Hier unten gibt es Steine. Nehmen wir mal Steine auch noch. Ein Windrad, interessant. Keine Ahnung, was das macht. Aber habe ich bisher auch noch gar nicht hier gesehen. Oh, die Kirche. Ja, machen wir mal. Siedler werden gesegnet. Bisschen die Motivation erhöhen hier. 130% ist Motivation. Das ist gar nicht mal so verkehrt. So. Wir brauchen ja auch dann noch Geld für diesen Alchemisten. Und wir brauchen bald Truppen. Möglichst schnell. Wir haben momentan keine einzige Truppe oder so. Bitte, wenn wir jetzt angegriffen werden, dann sieht es schlecht aus für uns. Dann sieht es aber richtig schlecht für uns aus. Aber gut. Wir haben ein paar Kanonentürme. Das ist das Gute daran. Kanonentürme, die... Fertig, Meister. Die... Ja... Helfen uns ein bisschen hier, wenn wir angegriffen werden. So, ihr beide, ihr Leibeigenen, ihr könnt euch auch weiterhin um Holz kümmern. Die Erforschung einer neuen Technologie. Das war die Hochschule. Dann, Konstruktion wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich muss jetzt auch erstmal einiges erforschen, weil hier nichts erforscht ist. Das hätte man ruhig noch vorher als Vorbereitung machen können. Eurer Verbündeten aus dem großen Ödland werden in Kürze eintreffen. Oh, sehr schön, sehr, sehr schön. Wir haben jetzt auch schon ein paar Truppen. Nicht genug Wohnhäuser durchlaucht.
Von wo kommen sie denn? Von hier, das heißt hier durch, hier überm Fluss und dann hier, denke ich mal. Das wird da der Zugang sein, oder gibt es hier hinten noch einen Zugang? Ja, nur mit großem Umweg. Also ich denke mal, sie kommen dann hier lang und dann hier hoch. Das heißt, die Truppen stehen ja an sich schon mal nicht schlecht. Ja. Vielleicht wäre es nochmal ganz gut, hier dich hier zu nehmen für einen Aussichtsturm. Allerdings, Aussichtsturm ist gerade nicht möglich, da ich da noch Konstruktion für brauche und das dauert nur noch einen Moment. Wenn ich hier nochmal ein paar Türme aufstelle. An sich hat man hier ein schönes Blickfeld. Also man sieht, wenn gegnerische Truppen kommen, denke ich mal. Ja, mal gucken, mal gucken. So, Kaserne ist da. Ich will jetzt nicht zu viel Truppen machen, weil wir ja sowieso Truppen bekommen. Daher brauchen wir es nicht ganz so sehr. Aber warum passt hier keine Kaserne hin? Mal ganz ehrlich. Oder habe ich da irgendwas falsch gemacht? Nee, keine Kaserne. Schießstand passt hier hin. Ja, komm, los geht's. Los geht's. Los geht's. Haben wir, dass wir ein paar Bogenschützen haben. Aber ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir nicht das, die Siedlung von Anfang an machen müssen, weil das wäre ein bisschen ätzend gewesen. Wäre einfach nur wieder unnötig, irgendwas dann wieder aufzubauen. Muss dann auch nicht sein. So, wie weit sind sie? Bei 90%. Ja, ich kann wieder die Glocken läuten lassen. Ich habe hier auch noch eine Glocke, oder? Genau. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Also da habe ich erst die Glocke. Oder, ach, das wirkt für beide dann, denke ich mal. Wenn ich hier die Glocke läute, läutet sie auch auf der anderen Seite. Verstehe, verstehe. So, dann. Hier, Turm. Dann des Weiteren. Die Hochschule ist fertig, das heißt, das nächste kann erforscht werden. Zum Beispiel Alchemie, dass wir einen Wetterturm dann noch kriegen. Wie viel Geld haben wir? Ja, 4000 bisher nur. Da muss noch ein bisschen kommen, dass wir das Geld bezahlen können. Und das will ich auch relativ schnell. Weil je eher ich einen Wetterturm habe, desto besser. So. Was haben wir hier? Das Lager haben wir noch. Können wir zum Marktplatz später ausbauen. Auch einige Türme ringsherum, die wir leider auch selber noch nicht ausbauen können. Dazu brauchen wir Zahnräder. Und für Zahnräder ist es noch zu früh. Leider. Für Zahnräder brauche ich doch sowieso eine Zitadelle, oder? Nee. Zitadelle brauche ich da nicht. Glaube ich nicht. Aber eventuell das, die Erweiterung der Hochschule, eine Universität brauche ich wahrscheinlich dann. Ja, mal gucken. So, das ist doch auch bald hier mal fertig, hoffe ich. Fertig. Das war irgendein Leibeigner. Ah, der Schießstand. Wunderbar. Jupp. Dann machst du hier Holz. Geschafft. Und kann hier noch mal ein paar Bogenschützen ausbilden. So, dann erstmal Zahnrad ist ja gleich das. Wunderbar, es ist ja gleich das nächste. Aha, da kommen sie doch schon. Warte, wo? Ich bin fertig hier. Hä? Wo sind sie denn? Feierabend machen. Feinde greifen eure Häuser an. Wo sind meine Truppen? Da sind sie. Ja, Herr. Für Ruhm und die kamen von hier unten irgendwo. Verstehe. Voll am falschen Platz gehabt. Ah, das wusste ich nicht, dass sie von dort kommen. Ein Glück habe ich da einen Kanonenturm. Zwei sogar, die sich hier ein bisschen drum kümmern. Wo sind meine Truppen? Hallo! Ja, sie gucken einfach zu. Ich hasse es. Ich weiß, dass sie nicht mehr, dass da das Ziel nicht mehr da gestorben ist. Daher. Aber dennoch muss das ja nicht unbedingt sein. Wir werden siegen. So, Schießstand kommt jetzt auch mal her. Ich brauche dringend noch eine Schmiede. Das kann ich. Die Mühle ist ganz schön demoliert gerade. Auch der Kanonenturm wird gerade demoliert. Macht sie nieder. So, hier. Da kommen ja einige hier aus den Wäldern. Das ist ja doof. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das ist ja doof. Warum bin ich ein Leibeiner? Hier steht einer. Kümmer dich mal um die Mühle. Mühle! Mensch, was habe ich denn heute für ein Deutsch hier am Start? Stimmt, wir können die ganzen Helden ja auch dorthin schicken. Dass sie mal ein bisschen mitkämpfen, genau. Ist ja eine gute Idee. So gut ich kann. Ist hier noch wer? Ich sehe hier keinen mehr. Wir befehlen. Aber wir haben auch einige Truppen halt verloren jetzt. So. Obwohl, das sind die Schützen. Wo sind meine Schwertkämpfer? Sind das da meine Schwertkämpfer?
Ah doch, es ist eigentlich keiner gestorben von uns. Ja, umso besser. Die Erforschung einer du hier. Technologie. Da mal reparieren, bitte. Technologie, sehr schön. Das war wohl Zahnräder. Dann geht's mal hier weiter mit Bildung. Machen wir alles mal. Und von wo kamen sie denn jetzt? Von dort unten, glaube ich. Das heißt, der Turm ist eigentlich unsinnig. Ja, ich lasse ihn jetzt einfach mal stehen und warte nochmal einen weiteren Angriff ab, um zu sehen, woher sie kommen. Weil ich dann da einen besseren Überblick habe. Habe ich inzwischen genügend Geld? Ich habe genügend Geld. Halt, machen wir gleich mal. Es war herrlich anzuschauen, wie der stumme Gelehrte die alte Wettermaschine in Gang setzte und sich durch den deren Kraft das Wetter bessert. Das wollte ich noch nicht gleich! Das wollte ich nicht gleich! Ich wollte noch meine Truppen haben von den Verbündeten. Und jetzt ist es kaputt. Ernsthaft? Na toll! Ja toll, jetzt ist zwar Sommer und jetzt können die Truppen nicht mehr herkommen, aber auch nicht mit unseren verbündeten Truppen. Na klasse. Okay, das ist halt dann so. Wir brauchen dringend eine Wettermaschine, das heißt, ich brauche Leibeine. Ich habe zwar kein Geld, aber... Die Hilfstruppen eurer Verbündeten aus dem großen Ödland sind auf dem Weg. Ja, sehr schön. Okay, Alchemistnöte. Kann ich nicht machen, ich habe keinen Stein mehr. Die Schmiede wollte ich machen. Oder haben wir irgendwo eine Schmiede? Das kann ja sein. Das kann ja sein, dass wir irgendwo eine Schmiede haben. Das habe ich noch nicht ganz im Blick. Eine neue Technologie ist so lange könnt ihr beide mal auch mal ein bisschen mit Stein kloppen. Weil Stein brauchen wir momentan am meisten. Ziegelbrennerei haben wir. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Aber... Seid gesegnet. Eine Schmiede sehe ich leider nicht. Nee, Schmiede gibt's hier nicht. Leider. Das heißt, Schmiede... Ja, könnte ich herbauen. Schmiede kann ich bauen. Natürlich. Irgendwo hier mittendrin. Das Problem ist, ich habe auch keine Eisenvorkommen. Nirgendwo. Keine Eisengrube, keine Eisenvorkommen an sich. Das ist auch ein Problem. Naja. Da müssen wir dann... improvisieren spätestens wenn wir einen Marktplatz dann haben. Was sagt die Hochschule? Die Hochschule sagt momentan nichts. Allerdings, ja, Taler, 300 Taler. Ha, machen wir trotzdem mal. Herr, seht nur, die Verstärkung von euren Verbündeten aus dem so viele getroffen. Jetzt werden wir diesem Burschen auf seinem Hügel ordentlich einheizen, oder? Aber ihr wisst ja, die kommen nur zu euch rüber, solange der See zugefroren ist. Schwimmen können die in ihren schweren Rüstungen nämlich nicht so gut. Das ist mir bewusst, ich wusste nicht, dass er gleich Sommer macht. Den hier. Na toll. Da sind Truppen und hier oben auch. Es ist aber heftig, was das für Truppen sind. Die sind ja voll ausgebildet. Das ist nice, das ist sehr, sehr nice. Das ist ein Schwefelschacht. Ganz cool, dass wir das jetzt da wissen. Aber wir brauchen dringend... Ja, was für... Alchemistenhütte kann ich bauen. Die kann ich bauen. Okay, dann. Nicht Schmiede, sondern Alchemistenhütte. Am besten dahin, wo sowieso... Obwohl, darum kann ich jetzt gehen. Und der Wetterturm ist eh weg. Ich brauche da eine freie Fläche für... Nehmen wir die hier. So, haben wir das. Zahnem, du kommst auch mal damit runter. Die Schmiede sollte ja inzwischen auch schon fertig sein, oder? Ja, fast. Ah, wir haben so eine Bank, die mein Geld so ein bisschen vervielfältigt. Das ist doch eigentlich auch ganz gut. Ja, wenigstens daran wurde so ein bisschen gedacht. So, Glocke, Leute. Eure Siedler werden gesegnet. Ja, dass wir dann halt auch keine Schmiede haben, das ärgert mich so ein bisschen. Aber jetzt haben wir eine. Fast. Fertig. Ja, jetzt. Schmied beginnt. Dann du kannst dich um Stein kümmern. Wir brauchen Stein. Haben keinen Platz zum Nächtigen. So. Dann können wir uns gleich um Rüstung kümmern. Alle Bauernhöfe sind belegt. Wir müssen natürlich auch unsere Streitkräfte, die wir kriegen oder die wir selber ausbilden, ja auch so ein bisschen verbessern. Führt ja keinen Weg dran vorbei. Das ist das Problem an der Sache. Neue Technologie erforschen lassen. Neue Technologie, sehr schön. So, die Alchemisten. Ist jemand hier noch im Wald?
Ja, der Alchemist, ein Alchemist ist noch im Wald, aber von meinem Leibeiner ist keiner im Wald hier. Ja, toll. Hätte gern noch da einen hingeschickt. Da hat hier du ja. Du gehst natürlich da mal mit hin. Für Wettervorhersage, was brauchen wir denn dafür nochmal? Auch irgendwas in der Hochschule, das weiß ich. Das heißt, bauen wir erstmal zu einer Universität aus. Das ist, denke ich mal, der erste Schritt. Das brauchen wir unbedingt. Ihr merkt, dass ich so schnell wie möglich wirklich wieder Winter haben möchte, damit ich meine Truppen kriege. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Kannst nicht. Beginnt seine Arbeit. Obwohl, erstmal kannst du Feierabend machen, weil ich brauche eine tolle Orgie. So. Das ist ja auch so eine Statue. Dario-Statue. So viele Dinge, die ich sonst zuvor noch nicht gesehen habe. So, Hochschule ist bald fertig. Das ist ein mittleres Wohnhaus. Ah, haben wir auch große Wohnhäuser? Mittler? Ne, alles mittleres Zeugs. Aber ist auch okay. So, Schießanlage könnte ich auch ausbauen, aber da habe ich einfach zu wenig Stein momentan für. So, Legierungen erstmal. Eisen und Schwefel. Ah, Schwefel habe ich bald nicht mehr allzu viel. Das ist das Problem an der Sache. Und auch Eisen wird extrem einige knapp. Siedler haben keinen Platz. Was kann ich für Eisen denn machen? Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Hier unten ist Wasser. Ist sonst da noch irgendwas vielleicht? Zalim, geh du da mal hin. Guck dir das mal da mal an, ob da noch irgendwas ist. Hier ist sonst alles Wasser. Da ist Wasser. Hier. Ja, kann man auch mal nachgucken, ob da noch was ist. Dario, das übernimmst du mal. So gut ich kann. Hier könnte noch was sein. Guckt auch noch jemand mal hin. Erik, du zum Beispiel. Dass wir unser Land hier mal komplett erkundet haben. Und hier oben könnte auch noch was sein. Da kann ja mal zum Beispiel... Wer steht denn hier noch? Pilgrim, du zum Beispiel. Obwohl, laut Karte geht's hier auch nicht mehr so doll weiter. Ja. Naja, mal gucken. Vielleicht habe ich Glück, dass da trotzdem ein paar Eisenvorkommen sind. Das wäre ja trotzdem schon mal gut. Zalim ist noch hier. Da ist noch ein Bergmann. Ein Bergmann. Das ist nice. Vielleicht habe ich doch Glück. Nanu, Fremde hier in der Gegend. Das gab's ja seit Ewigkeiten nicht mehr. Was treibt euch hierher? Wollt ihr hoch zur Burg? Nun, es gibt da verschiedene Wege, die ihr nehmen könnt. Okay. Wenn ihr dem Pfad nach Süden folgt, stoßt ihr auf den alten Lebensbaum. Dort wendet euch rechts. Und ihr kommt über den alten Friedhof hoch auf den Berg. Dort findet ihr auch einen kleineren Außenposten der Burg. Allerdings habe ich gehört, dass man dort nicht gerne Besuch hat. Habe ich auch gehört. Nun, ihr könnt auch geradeaus. Da kommt ihr dann zur Siedlung des Burgherrn. Ist aber keine schöne Gegend. Alles kahl und finster. Hier baut er Kanonen und Waffen. Manchmal wünschte ich, das würde jemand einreißen und neu bauen. Dann würde mich der Kanonendonner auch nicht mehr bei meiner Nachtruhe stören. Nun, und dann habe ich gehört, dass es noch einen anderen Weg geben soll. Aber dazu kann ich euch nichts sagen. Da müsste jemand anderes fragen. So, nun will ich aber endlich nach Hause. Gehabt euch wohl. Danke für die Tipps. Danke, danke, danke. Und hier gibt's Eisen. Nice. Und glaube auch eine Eisenmine. Das ist ein Eisenschacht. Nice. So, hier, du hier. Du hier, du hier, du hier. Da. Mine, Mine. Unbedingt. Unbedingt eine Eisengrube. So, was haben sie hier noch gefunden? Sonst weiter nichts. Nee. War ja dann auch fast klar. Wir haben ja jetzt das, was wir haben wollen. So, hier. Metall. Ah, da fehlt mir nämlich das Eisen. Aber das haben wir sogar bald. Das haben wir sogar bald. 20 Eisen noch. Da muss die Schmiede ein bisschen ran. Kann ich hier... Nee, da brauche ich auch ziemlich Eisen für. Lehm und Stein. Um das auszubauen. Ah nee, dann baue ich erstmal das hier lieber aus. Die Kaserne müsste ich auch ausbauen können. Lehm und Stein auch wieder. Na, lass ich erstmal. Ich weiß halt nicht, wie viel Stein ich noch für die ganzen Wettertürme und so brauche. So, dann... Na gut, das... Die Arbeiter vom Stein will ich nicht abhalten. Dann... Holz haben wir... eine Menge, aber... Ach, machen wir lieber neue Leibeine. Nochmal ein paar, die sich auch nebenbei um Eisen kümmern.
4 Stück, das passt. So. Und zwar hier hinten. Da gibt es ja einige Eisenvorkommen. 800 Eisen insgesamt. Ausbau vollbracht. Das kann man gut nehmen. Ausbau vollbracht. Ja gut, das war die Schießanlage. Und wir können immer noch nicht. Jetzt fehlt mir da wieder Eisen, hä? Wurde da jetzt Eisen weggenommen? Von was denn? Ist unfair. Naja, kann ich jetzt nicht ändern. Einer eurer Helden wird angegriffen. Was? Helden? Okay. Ach du Heilige. Dari. Überwältigt. Für das Volk! Pilgrim. Jetzt sind alle verteilt, das ist das Problem an der Sache. Schnee bedeckt die Landschaft. Jawohl. Wie ihr wollt. Sicher. Sie hauen jetzt aber auch wieder ab. Oder nee, jetzt kommen sie wieder her. Na toll. Was sind... Da. Ach du Heilige, was ist denn hier los? Aber meine anderen Truppen können jetzt herkommen. Es ist nämlich wieder Winter. Und warum auch immer jetzt wieder Winter ist. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Und hier, ihr auch dein. Zack, zack, zack. Jawohl. Ja, meine Eisengrube kann jetzt da leider nichts machen. Und auch meine Truppen können da jetzt nichts machen. Ari ist jetzt da. Ich brauche eure Hilfe, meine Freunde. Wo sind meine anderen? Dario ist noch unterwegs. Wo ist Pilgrim? Pilgrim ist auch noch unterwegs. Ah, die sind alle noch unterwegs. Die sind alle noch unterwegs. Eure Wohnhäuser sind belegt. Und Helias ist auch, steht auch noch irgendwo herum. Alle Bauernhöfe. Ari tut ihr Bestes. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja, der Eisenschacht ist weg. Ihr werdet angegriffen. Wird erledigt. Oh, meine Leibeigenen sind tot, die Eisen gegraben haben. Dario ist jetzt da, das ist doch auch schon mal gut. Ja, meine Truppen sind jetzt auch alle unterwegs, aber das dauert halt, bis sie da sind. Das ist das Problem an der Sache. Ich habe halt jetzt nicht mit einem Angriff so wirklich gerechnet. Es gibt wenig Betten in eurem Reich. Dario liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Pilgrim ist auch da, nice. Es sind jetzt so. Also Ari wurde überwältigt und ist kampfunfähig. Ja, es war klar. Ari kämpft ja hier die ganze Zeit schon. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Salim oder Helias? Geht mit dem Segen des Herrn. Salim ist auch schon down. Ja gut, Salim ist ja gleich am Anfang down. Helias unterlag und ist bewusstlos. So, jetzt da auch noch hin. Ja, Herr. Wähle ich extra einen Ort an, ohne die Truppen da auszuwählen oder die gegnerischen Truppen, dass meine Truppen auf jeden Fall da ankommen. Angriff! Ja, Pilgrim ist gleich auch da. Vielleicht kriege ich da noch Pilgrim. Na, nee. Das gibt ein feines Feuerwerk. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Sie haben alles gegeben. Meine Helden haben alles gegeben. Jetzt müssen die Truppen endlich mal da sein. Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Sie sind bald da, sie es sind bald da. Es gibt nicht genug zu essen. Meine Leibeigener steht da hinten herum. Ja, meine Eisengruppe wird auf jeden Fall wieder down gehen, das ist klar. Eieieiei. War das jetzt ein überraschender Angriff? Gut, ich bin auch ein bisschen abseits von meiner Burg. Das stimmt. Wie lange das dauert, bis sie dann da sind. Ja. Mein Leibeigener ist da auch down. Ihr werdet angegriffen. Oh, meine Bogenschützen sind endlich da. Lehrt sie das fürchten. Die Bogenschützen allein können nichts ausrichten. Da kommen die anderen aber schon. Sind das alle? Anscheinend ja. So, kämpfen. Auf in den Kampf! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ah, es ist ein sehr großes Gemetzel. Ich hoffe mal, es funktioniert alles. Steuern und Sold werden gezahlt. Feinde und dann werde ich da auf jeden Fall Türme hinsetzen. Das ist, denke ich mal, klar. Boah, ich weiß halt nicht, was wer überlegen ist. Ob der Gegner überlegen ist, ob wir überlegen sind. Das ist halt... Gerade so ein großes Chaos an der Stelle. Ich brauche auf jeden Fall Leibeigene wieder. Einige. So.
Nochmal da Truppen, da nochmal Truppen. Ich will halt nicht so viel Eisen ausgeben. Jetzt habe ich aus Versehen Eisen ausgewählt. Das wollte ich gar nicht. Na toll. Leert sie das. Da will ich natürlich dann hier auf jeden Fall Türme hinsetzen. Auch wenn mal die Leibeigenen jetzt mal wenigstens auferstehen würden. Aber das passiert bisher nicht, obwohl Salim vielleicht da oder. Ja, ich glaube, es ist Salim. Aber nee, doch nicht. Wenn halt die Gegner hier sind. So, okay. Die nächste Verstärkung. Seid unbesorgt. Ich tue mein Bestes. Ah, es sieht gut aus für uns. Das sieht sehr, sehr gut für uns aus. Der letzte Gegner. Okay, wunderbar. Wir haben es hinbekommen. Wir haben es irgendwie hinbekommen. So, jetzt stehen die Helden auch so langsam auf. Ich tue Geht da mal Bestes. Runter, dass auch der letzte aufstehen kann, und zwar Dario. Okay, wie viel Eisen haben wir jetzt? Immer noch nicht genug. Um genau zu sein, überhaupt nicht genug. So, dann werden sich mal zwei um die Mine da kümmern. Na, genau. Gut. Und die anderen drei kümmern sich da um Türme. Ja, hier ein ja. Turm. Drei Türme will ich haben. Da ja, ich habe ja noch drei Leibeine, also jetzt nur zwei. So, hier ein Turm. Und der letzte. Und die drei Leibeine, oder die fünf Leibeine, die ich jetzt insgesamt hingeschickt habe, die werden dann letztendlich sich auch um Eisen kümmern, sobald hier alles aufgebaut ist. Und so lange warte ich jetzt hier auch mit meinen Truppen. Heieieiei. Hier sind meine großen Truppen, die sind auch alle vollzählig. Obwohl, hier sind zwei Sturm, okay. Ich hatte doch noch irgendwo. Das sind alles Truppen. Genau, die sind alle hier. Die sind auch alle hier. Alle sind hier, okay. Ich habe nirgendwo mehr Truppen. Genau. Hätte sein können, dass noch irgendwo wer abgeblieben ist. So, wie sieht's mit dem Eisen aus? Zu grässlich. Zu grässlich. Aber naja, gut. Der Part ist an dieser Stelle vorbei. Im nächsten Part geht's dann weiter, wo wir auch so ein bisschen die Verteidigung nochmal ein bisschen erhöhen und generell uns mal um einen Wetterturm kümmern. Und mal gucken, wie es dann weiterhin so aussieht. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye.